Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und ja, heute gibt es wieder einiges zu tun, aber erstmal möchte ich zeigen, was wir im Livestream geschafft haben. Und zwar da hinten, wir haben uns zur großen Aufgabe genommen, mal eine Aufgabe aus meinem kleinen Räumchen zu nehmen, und zwar die Melonen- und Kürbisfarm. Und wir haben sie ein wenig aufgepeppt und die sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier ist der Weg zur Sortiermaschine. Und hier kommt man dann so rein und dann ist hier so cooles Stuff und so. Und hier hat man jetzt die jeweiligen Türen zu den einzelnen Farmen. Sieht man, wir haben die Farmen auch ein bisschen verbessert. So, dass man sich das auch vernünftig anschauen kann. Und als nächstes werden wir im Stream hier die Kakteen- und Melonenfarm machen. Und da freue ich mich eigentlich schon ziemlich drauf. Das wird ein cooles Stream-Projekt hier. Und ja, heute werden wir weiter am Wassermodul arbeiten vom Jump'n'Run. Und ich habe sogar ein kleines Thema, worüber ich gerne reden möchte. Vorab aber erstmal, für alle, die die Jump League-Folge von gestern nicht geschaut haben, schaut sie euch bitte an. Da geht es einerseits darum, dass ich jetzt eine Partnerschaft mit GamesPlanet habe. Und dass vermutlich in Zukunft, also jetzt in näherer Zukunft, zwei Videos am Tag kommen werden, weil ich nochmal Bock habe, ein bisschen mehr Let's Plays zu bringen. Aber auch Minecraft nicht vernachlässigen wollte. Für nähere Infos dann eben bitte das Video von gestern schauen, in der ich das alles erklärt habe. Und ja, das heutige Thema wird sein Karneval, weil da habe ich noch nicht drüber großartig geredet. Und ich denke mir, weil ich halt auch selbst so in Köln-Nähe wohne und ich selbst bei Karnevalszügen jetzt gearbeitet habe, dachte ich mir, komm, nimmst es einfach mal als Thema und das wäre doch eigentlich mal angemessen, weil auch viele das bestimmt mal aus meiner Sicht so sehen wollen, was ich eigentlich von dem ganzen Scheiß halte und was ich dazu sage und was ich eigentlich vor allen Dingen an Karneval erlebt habe, weil das ist ja meistens so die interessantesten Stories. Aber ich gucke erstmal, ich brauche für mein System, was ich machen wollte, ein paar Sachen, Knöpfe, Redstone und nochmal mehr Diorite, damit ich das alles bauen kann. Am besten gehe ich den Ausgang hiervon. Hier ist mein Weg nach draußen. So, alles fing eigentlich an Freitag. Da war der erste Zug und für alle, die es nicht wissen, ich arbeite an Karneval immer sehr gerne als Wagenengel. Ich selber gehe nicht selber mit im Zug. Ich hoffe, alle wissen, was ein Karnevalszug ist. Ich gehe selber nicht mit im Zug, bin auch kein Typ, der irgendwie feiern geht. Ich nutze Karneval, um Money zu schöffeln. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was ein Wagenengel ist, Wagenengel sorgen dafür, dass Leute, eigentlich Kinder größtenteils, nicht vor die Räder kommen. Falls zum Beispiel da ein Flummi, das ist die größte Gefahr, ein Flummi vor deren Augen landet und die dann sagen, oh, Flummi muss haben, lauf hin. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass das Kind unterm Auto liegt. Und das versuchen wir eben zu verhindern, durch unsere Aufgabe, neben dem Wagen herzulaufen und zu gucken, wo ist eine Gefahr. Jo, bitte ein bisschen Abstand halten, eventuell einfach davor stellen und gucken, ob da jetzt was passiert. Oder nicht. Und ich muss mal kurz gucken. Haben wir hier Sticks? Ja, haben wir bestimmt. Ah, wir haben noch eh Redstone Torches hier. Oder auch nicht. Schalter? Schalter haben wir. Okay. Okay, ich muss mit Pfeil und Bogen machen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Und das habe ich halt an allen Tagen an Karneval gemacht. Ich hatte überall einen Zug, wo ich mitgegangen bin. Und es fing an mit Freitag. Freitag weiß ich nicht ehrlich gesagt, ob das der heftigste Zug von allen war. Aber bei diesem Zug gibt es eine Region an der Kirche, die ist wirklich das, sag ich mal, wenn es einen Ort gibt, wo sich alle Jugendliche, die 16 bis 25 Jahre alt sind, treffen und besaufen und so einen Scheiß bauen, dann ist das dieser Ort. Und da sind wir dann zum Glück nur mit einem normalen halt Transporter. Letztes Jahr war es ein Traktor und das war so heftig. Ich musste so viele Leute zur Seite schubsen. Das war schon echt heftig, muss ich sagen. Wie da auch teilweise die Leute nicht mit kooperiert haben. Und es ist eben so bei Karneval, dass es häufig ist, dass die Wagenengel eher sich darum kümmern müssen, Jugendliche oder irgendwelche anderen Leute, die meinen, sie müssten irgendwas zu kamellen, hahaha, einfach zur Seite räumen oder ebenfalls einmal ein Krankenwagen durch den Zug musste von hinten durch nach vorne,
dass die dafür sorgen, dass der auch durchkommt und für genügend Platz sorgen. Und dieses Jahr war zum Glück nur ein Transporter. Was mir aber auch aufgefallen ist, es war eine enorme Anwesenheit von der Polizei. Ich habe im Zug, bevor wir uns aufgestanden haben, alle 10 Minuten lief ein Trupp von Polizisten vorbei. Es waren Leute von der Hundertschaft dabei, vom SEK. Das war so unnormal krass. Auf einem Parkplatz standen so viele Polizeiwagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass in unserer Stadt so viel Polizei existiert. Also das fand ich schon echt krass. Man fühlte sich aber auch, muss ich sagen, wirklich sicherer dadurch, weil wenn du überall Polizei siehst, denkst du ja auch so, ja, hier wird definitiv keiner irgendwas mit dir versuchen, dir irgendwie Stress zu machen. Und was also letztlich an der Stelle nur passiert ist, die haben relativ gut Platz gemacht, bis auf eine, die habe ich einfach zur Seite geschubst, weil da merkte ich schon, yo, die wird definitiv nicht zur Seite gehen. Ups, ich habe hier was falsch gemacht, oder? Oder? Habe ich was falsch gemacht hier? Ich glaube schon, oder? Da ist ein Platz. Ja, hier. Das muss eins nach vorne. Die habe ich dann zur Seite geschubst. Und dann hörte ich nur noch so mir hinterhergerufen. Sag doch was, Idiot. Ja. Habe ich nicht. Aber ist nicht mein Problem. Und, hier kommen ja die hin. Ich jumpet. Und somit, war es auch das Einzige. Ich hatte, als ich zurückgegangen bin, also als wir mit dem Zug fertig sind, mussten wir trotzdem nochmal an der Kirche vorbeigehen zum Auto. Kam auf einmal ein Typ an und meinte zu mir, jo, kann ich ein Foto mit dir machen? Und dann, erstmal musste ich ja überlegen, warum will der Typ ein Foto von mir? Und ich dachte schon, jo, als ob das jetzt ein Zuschauer ist. Aber nein, ich frage, yo, warum denn? Ja, ich würde gerne ein Foto mit einem Wagenengel machen. Und ich dachte so, ist das jetzt dein fucking Ernst, dass du ein Foto mit einem Wagenengel machen wirst? Also entweder war der Typ so krank dicht, dass er schon gar nicht mehr wusste, wie blöd diese Anfrage eigentlich war. Oder er hat eine Wette verloren. Zwei Sachen, die ich in Erwägung ziehe. Und das sind auch die einzigen, die ich in Erwägung ziehe. Also, das war auf jeden Fall nicht normal. Und ja, da habe ich dann einfach nö gesagt, aber dann war es das. Dann war er aber auch damit zufrieden, dass ich nö gesagt habe. Hat er nicht irgendwie weiter, mach doch mal. Also das war dann auch wirklich kein Problem, als ich dann nein gesagt habe für ihn. Das freut mich, dass ich den nicht so derb in den Grund und Boden haten musste. Nein, will ich nicht so Andreas machen. So, das war's mit diesem Tag. Dann am nächsten Tag, welcher Zug war das? Ich muss gerade überlegen. Ich muss aufpassen, dass ich keine Stadt sage, weil sonst Insta-Stalker wissen, wo ich wohne. Warte, ich habe hier irgendwo mein... Ach stimmt, ich habe hier mein kleines Heftchen, wo ich immer alles aufschreibe, was ich für Termine habe. Ah, ja, das war in meinem, sage ich jetzt mal, eher Wohnviertel. Also wo ich am nächsten dran wohne, und das war einfach nur, sag ich mal, die Assi-Strecke, wo man wirklich so den Brennpunkt von verschiedenen, sag ich mal, Kulturen erleben durfte. Und ich muss sagen, es ging. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Das Einzige, was nur, okay, es funktioniert nicht, das hatte ich nämlich schon erwartet, dass ich da keine Knöpfe drauf platzieren kann. Ich habe eine Idee. Wir machen einen kleinen Troll. So. Welcher Knopf ist der richtige? alle Knöpfe sind richtig. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Und da lief es eigentlich ganz okay. Das Einzige, was mich nur verwundert hat und wo ich kurz so Herzklopfen bekommen hatte, wir waren in so einer Truppe von 3 Leuten, dann nach Hause gegangen. Auf einmal kommt dann irgend so ein Typ mit einer zerbrochenen Wodkaflasche auf uns zu. Und meint zum Glück nicht auf mich, Alter, ich hätte richtig krass Panik gehabt. Und meinte dann, yo, ist die leer? Und kommt halt mit dieser Flasche auf uns gerichtet, auf uns zu. Jetzt kann sich jeder denken, was wir gedacht haben. Yo, der sticht uns gleich hier ab am K. Und dann hat er aber irgendwie einen Mülleimer gefunden und ist dann gegangen.
Und dann dachte ich mir so, yo, und sein Kollege, der irgendwie dann an so einer Straßenbegrenzung, eben so ein Light, irgendwas, gedöns, ihr wisst, was ich meine, oder auch nicht, stand, meinte dann, yo, was seid ihr denn für Pens, die nicht verkleidet sind? Und wir haben einfach nicht drauf reagiert. Das war ein bisschen komisch. Dann, an dem Sonntag, war der Zug, da wurde ich 10.000 Mal drauf angesprochen, dass ich doch mal lächeln sollte. Also, ich soll wohl, wenn ich in Karnevalszug gehe, also als Wagenengel, soll ich wohl so eine schlechte Laune haben, also so einen schlechten Blick drauf haben. Das soll wohl richtig heftig krass sein. Mich haben so viele drauf angesprochen, dass ich doch mal lächeln soll. Und mich hat es ehrlich gesagt persönlich auch gewundert, dass mich da Leute drauf ansprechen. Fand ich auch für mich ein bisschen peinlich, weil ich ja eigentlich nicht so der Typ bin, der immer schlecht gelaunt guckt. Aber ich konzentriere mich dann halt einfach darauf, dass eben keiner vor den Wagen läuft und eben kein Kind vor den Wagen springt. Weshalb ich dann so eine neutral, also nicht neutrale Mimik, sondern eher so eine konzentrierte Mimik, und das sieht halt bei mir so aus, als ob ich richtig schlecht gelaunt sei, und das ist halt eigentlich nicht meine Intention. Und ja, da haben mich halt sehr, sehr viele drauf angesprochen, und ja, aber das war dann eigentlich kein Problem, nachdem ich dann gelächelt habe und so ein bisschen, ha, ja, ja, ich bin gut gelaunt. Also das war dann nicht so schlimm, da gab es schon mal Schlimmeres, was ich so von Laune gehabt habe. So, was ist noch relativ interessant? Ja, das war's eigentlich, der Zug war ultra lang. Ich habe aber gefeiert, dass der Prinzenwagen auf einem neuen Verteilerkreise einfach hängen geblieben ist und der Zug dann dadurch an dieser Stelle nicht weiterfahren konnte. Also es war halt der letzte Wagen, der musste dann einfach stehen bleiben und durfte nicht mehr weiterfahren, bis die Feuerwehr ihn halt weggezogen hat. Und was war noch? Das fand ich ehrlich gesagt richtig schade. Ich hatte keine Situation, wo sich jemand geprügelt hat, aber eben an dieser Stelle, wo der Prinzenwagen dann hängen geblieben ist, hat sich dann noch irgendwer mit irgendeinem Typen angelegt, von der Karnevalsgesellschaft oder so. Und das fand ich dann ehrlich gesagt traurig, dass ich diesen Fall mitbekommen habe, weil ich hatte eigentlich gedacht, dieses Karneval wäre es mit dem Besoffensein und alles Mögliche besser gewesen, aber da wurde ich leider zutiefst enttäuscht, aber da kann ich halt selbst nicht so großartig gegen machen. Ich muss gerade mal gucken, wo ist dieser Dispenser? Muss doch irgendwie der Dispenser sein. Noch eine krasse Story, die mir in dem Zug passiert ist, an dem Sonntag. Und zwar ging ich an so einer Straße vorbei, weißt du, die Leute stehen da überall, und auf einmal merke ich nur, wie irgendeine Mutter ruft, Melina. Ja, Live with Melina war das, ne? Und ich dachte mir so, ja, okay. Und dann sehe ich auf einmal eine Melina an mir vorbeilaufen. Und ich tue so meinen Job und guck, dass keiner vor den Wagen läuft. Und auf einmal kommt diese Mutter auf mich zu und meint, oh, Melina, guck doch mal, der ist doch süß. Und ich dachte so, Alter, what the fuck, was bist du? Also ich glaube, die Mutter war so hackedicht, das kannst du mir nicht erzählen. Weil, welche Mutter kommt dann auf einmal auf so einen random Typen zu und sagt, oh, guck mal, Melina, der ist doch süß. Hat mich irgendwie komisch umarmt und ich habe die einfach zur Seite geschoben. Und dann meinte sie, ah nee, das ist ein Sicherheitsbeauftragter. Und dachte ich so, yo, what the fuck, komm mal auf dein Leben klar. Und das war schon relativ lustig. Ich glaube, Melina, also die Mutter wollte Melina einen Freund suchen und hat mich auserkoren. Also Melina, wenn du das warst, ruf mich an. So, geplant ist, dass man hier raufkommt. Da kommt man, also man könnte das anmachen, um hier wieder hochzukommen. Jedoch muss man, um diesen Jump zu schaffen, ich muss die Schuhe ausziehen, wegen Wasserläufer.
Das ist nicht möglich, oder? Ohne Wasserläuferschuhe. Ich meine zumindest, weil es soll nämlich so sein, dass man dann hier sich wieder draufstellt. Oder eben hier hingeht. So, und dann hier oben bleibt. Und dann eben darunter springt und das sogar richtig macht. Das wäre echt cool. So, weil das muss dann wieder aus. Hä? Das ist doch, das war doch bis jetzt immer möglich, oder? Ja, das war doch möglich. Ja, war möglich. So, dann drückt man hier den Knopf. Oder meinetwegen den Knopf. Kommt man an den nicht so dran? Müsste eigentlich so machen, dass man im Laufen, dass man das zeitlich schaffen muss. Man soll nicht von da aus drankommen. Das ist ganz wichtig. Sieht es hier mit diesem Knopf aus? Kommt man da irgendwie dran? Da muss man es machen, dass es einfach so knapp ist, dass es von hier aus schneller ist. Kann man von hier aus den Knopf drücken? Nö. Wenn ich aber, nehmen wir an, da lang laufe. So. Das geht definitiv schneller. Als wenn ich da an der Ecke chille. Also so. Nehmen wir an, ich stehe hier. So. Als wenn ich hier stehe. Und das ist schon, also da müsste man dann aber auch perfekt stehen für. Ja, das ist unwahrscheinlich, dass man das schafft. Das ist wahrscheinlich, dass man das schafft. Wir müssen es einfach nur richtig extrem timen. Ja, machen wir es so. ja, das war die eine Story. Dann gab es ja noch den Montag. Weil da waren ja auch noch Karnevalzüge. Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, ich habe es gedacht, dass es an Rosenmontag knallen wird. Zumindest in Köln. Hallo? Gang hier? Aber das war nicht der Fall. Deswegen können wir uns darüber auf jeden Fall freuen. Und, ja, da war, was war da besonders dran? Was, wo war ich da? Ich muss gerade mal überlegen. Das war in, gib mir mal den Zettel. Ah, stimmt, das war der Zug. Der war ehrlich gesagt ziemlich chillig. Da ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Wenn ich jetzt so richtig denke, nö. Also da war keine wirklich krasse Story, wo ich jetzt drüber erzähle. Und das war nochmal so schön, so ein Zug zum Auschillen. Weil der war relativ ruhig. Gimli hatte die Chance, weil der da wohnt, eigentlich mich zu treffen, aber wollte der Boy nicht. Ist nicht mein Problem. Hätte er mich treffen können. Und ja, da sind wir dann, haben wir dann letztlich das ausgeklungen und hab jetzt die Woche gut hinter mir bekommen, war am nächsten Tag dann arbeiten. Und ja, so ist die Karnevalszeit jetzt für mich zu Ende gegangen. Ich hatte eigentlich geplant, wenn ich mir ein Kostüm machen muss, ich habe seit letztes Jahr kein Kostüm mehr gemacht, weil es sich nicht lohnt für mich, ein Kostüm zu machen. Viele haten mich dann, oh, du hast kein Kostüm, du bist voll der Langweiler. Nee, es lohnt sich einfach nicht für mich, für ein Karnevalskostüm zu machen. Oh, das muss richtig heftig schnell sein. Ein Karnevalskostüm zu machen, wenn ich es zum Beispiel nur einmal anziehe, aber dieses Jahr brauchte ich absolut gar kein Karnevalskostüm. Und das wird erst recht nicht funktionieren. Das müsste man richtig heftig timen. Ist ja auch das letzte Modul. Muss man schon schnell sein für. So. Und dann da in die Ecke rein. Boah. Wenn das nicht intens ist. So, schafft man das von hier aus? Ja, man schafft es sogar. Das soll aber nicht sein. Mann. Ich wollte unbedingt, dass das nicht möglich ist. Wie machen wir das? Machen wir das eins tiefer? Nee. Machen wir den Raum dreidimensional, also die Decke dreidimensional? Ich weiß es gar nicht.
Ich meine, da kommt man am wenigsten dran von hier aus, eigentlich. Oder, boah, das wäre richtig assi, wenn wir die Säulen komplett bis nach oben machen. Das heißt, man müsste immer vom perfekten Punkt aus springen, damit das alles funktioniert. Oh, Shidoshi, das wäre richtig intens. Aber man muss ja auch erstmal so weit kommen. Und zwar meine ich das so, diese Blöcke brauche ich, den dunklen Pressmarine. So, ihr könnt ja auch mal eure krassesten Karneval-Stories mir erzählen, wenn ihr möchtet, in die Kommentare packen. Und ob ihr Karneval gefeiert habt und wie ihr dieses Karneval gefeiert habt und vor allen Dingen als was ihr euch verkleidet habt. Das ist auch immer interessant. Ich hatte jetzt eigentlich geplant, falls ich mich verkleiden muss, dass ich mich als Light Yagami verkleide, aber hat sich eben dann erledigt. So, den drücke ich. Ah, die Frage ist, ob ich das dann noch so schnell schaffe. Das bezweifle ich nämlich. Wenn ich so mache. So, dann muss ich immer perfekt abspringen. So, den. Den. So. Dann kann ich ja sowieso hier drauf. Das ist ja gar kein Problem. So. Dann muss ich von hier aus diesen Knopf aktivieren. So, ich bleibe hier drauf. Muss hier drauf. So. Drücke diesen Knopf. Ich muss das Timing erhöhen. Das wäre sonst nicht groß möglich. Man muss dafür Zeit haben, eben auf den, auf das Teil hier zu reagieren. Das muss ich erhöhen. So. Das heißt, ich bringe hier noch ein paar extra Lines Redstone an. Können wir ja. Ist ja genug Platz. So. Gut. Und dann dürfte das jetzt auch eigentlich nachher passen. So. Bims. Hauen wir die Leiste noch durch. Schauen wir mal jetzt. So. Das dürfte erstmal genügen. Wir machen so und gucken, ob das jetzt vom Timing her zu langsam ist oder zu schnell. Also, man ist hier. Drückt den drauf. Verkackt den Sprung am besten nicht. Vom Timing her müsste das eigentlich genügen. Mann, dieses da reinspringen ist schwer. Hey, wie kann man am besten reinspringen? Geht das, was, wenn ich so mache? Dann kann ich auch trotzdem den Knopf drücken, ne? Ja. Das soll nicht sein. Aber von hier aus da reinzuspringen, ist halt schon echt schwer. Mit diesem Block da drüber. Warte. Ups, das war falsch. Wie kommt man da rein? Wie schafft man das? So auf jeden Fall nicht. Lasst mich überlegen. So. So, so. Hä? Lol, was habe ich jetzt gemacht? Also so. Hä? Wie habe ich das gemacht? War das jetzt mit der Hilfe dieser Blöcke hier? Oder ohne? Ich habe irgendwie so per Seite. Also ich muss einmal... Nee, ich bin da liegen geblieben auf einem Block. Oder? So. Das ist ultra krank, wenn man das so hinbekommt. Yo, das bekommt man einfach so hin. Alter. Da muss man aber die Skills zeigen, damit man sowas hinbekommt. Das ist echt schwer. So.
Dann, so. Also hier oben drauf. Falsch. Nochmal. Ah, man muss auf jeden Fall früher springen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Das war viel zu früh. Man kann ja gedrückt halten, das ist ja gar kein Problem. So. Mann! Es dürfte aber vom Timing her passen, wenn ich das richtig sehe. So, noch einmal. So. Mann, ich verkacke den Sprung die ganze Zeit. So, nochmal. Einfach gedrückt halten, dann passt das. Nächste Episode ist übrigens wieder mit allen zusammen. Für alle, die es wissen wollten. Okay, das Timing muss auf jeden Fall erhöht werden, weil man es sonst nicht schafft. Das können wir definitiv erhöhen. Je mehr Timing, desto besser erstmal. So. Und dann werden wir eben noch den Guardian oben dran machen. Das wollte ich ja noch machen, so als kleines Designchen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wir müssen dann nur noch den Ausgang machen. Und dann frage ich mal Metheus, ob er vielleicht die Map nochmal veröffentlichen kann, weil dann will ich ein Video sehen, wo einer ohne einen Jump-Fail durch dieses Jump-Run schafft. Oder mal eins, wo er überhaupt mal durchkommt. Weil ich meine, einfach ist das ja nicht. Das könnt ihr mir sagen. So. 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 Ah, das kann ein bisschen okay, das finde ich noch schwer. Muss ich eben sagen. Dass diesen Jump da, den finde ich schwer. Da helfe ich eventuell mal ein bisschen, indem ich so mache. Das wäre, glaube ich, ziemlich angebracht. Dann ist das nämlich eher so ein unterschiedliche Balken, unterschiedliche Höhe und so. Den können wir eigentlich auch dann abbauen. Dann sieht das alles so ein bisschen eher so, jo, halb destroyed und so aus. Und das finde ich immer nett. Wenn man da so ein paar coole Sachen mit einbezieht. So. Dann können wir eigentlich das auch abbauen. Und ich hätte gerne einen Weg, wie man wieder nach oben kommt. Ja, das kommt man eigentlich, wenn man... Wie kommt man wieder hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Einfach durch eine Leiter, oder? Wir sagen, wir machen hier eine Leiter hin. Obwohl, dann könnte man, glaube ich, wenn hier eine Leiter wäre, könnte man trotzdem nirgendwo hin. Man könnte aber von da nach da. Ich kann hier mal eine Leiter hinbauen. Dann machen wir das noch eben und dann mal, würde ich sagen, enden wir auch die Episode. Haben wir jetzt schon fast eine halbe Stunde, aber nur fast. So, eine Workbench. So. Und dann das. Und dann schauen wir mal. Einmal hier dran. Dann gehen wir eben da drauf. Und schafft man es von hier aus? Vielleicht ohne diesen Block. Sieht noch nicht gut aus. Man könnte ja eigentlich sogar die Leiter komplett nach oben laufen lassen, oder? So ging ja noch. Man könnte ja hier so dran. Und es würde ja nicht möglich sein, irgendwie von da aus irgendwo hinspringen zu können. Nee, kann man nicht. Man fängt ja an, indem man hier hochgeht. So, das soll eine Pyramide darstellen. Sehr schöne Pyramide, ich weiß. Machen wir die noch ein bisschen größer. Dann sieht das auch ein bisschen besser aus. So.
Hier noch ein Kristall rein? Nee. Dann hier. Da. Dann ist hier eben der Knopf. Also das Teil offen. Wo das können wir eigentlich... Na, brauchen wir das mehr timen? Was ich auf jeden Fall nicht will, ist, dass man folgende Möglichkeit hat eigentlich. Na, es wird knapp. Es wird sehr, sehr knapp. Da ist, glaube ich, das direkte Weiterspringen besser dafür. Und können ja dann hier den Ausgang hinmachen. Ist ja jetzt nicht sehr krass. So in der Ecke dann. So. Und da auch nochmal ein paar Ecken drin, die ganz nett aussehen. Noch ein bisschen Dreidimensionalität in den Raum reinbringen. Dann passt das eigentlich auch. So. Oder ich mach so und da noch Laternen rein. Das sähe, glaube ich, besser aus. Ich guck mal eben, wie ich das so machen würde. Ah, das sieht cool aus. Das will ich mal machen. So. Und da können wir es ja so lassen. In den Ecken. So wie wir es da haben. Cool. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Haben wir doch wieder einiges geschafft. Krasse Stories gehört. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Mittag. Sonst irgendwas möchte. Wann ihr das schaut. Oder wenn ihr von einem anderen Planeten schaut, irgendwie einen schönen Feiertag, je nachdem, was ihr gerade feiert, ihr Außerirdischen. Schaut das Jump League Video wegen Partnerschaft und Videos. Und ja, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage tschö, bis dann und man sieht sich.